Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar habe ich mir wieder was Kleines gegönnt, beziehungsweise was Kleines gekauft für diese Kamera. Es war eigentlich wieder ein ziemlicher Spontankauf, weil ich eigentlich für was ganz anderes wieder sparen wollte, beziehungsweise mein Geld ausgeben wollte. Aber es war einfach so ein gutes Angebot im Netz. Und ich zeige euch mal kurz, was es ist. Es hat auf jeden Fall was mit der Kamera zu tun für richtig geile Aufnahmen, das heißt so schöne Slow-Motion-Videos und auch für draußen, wenn ich mal unterwegs bin, kann ich schöne Videos machen. Und zwar habe ich mir ein Fiotech G6 3-Achsen-Stabilisator-Gimbal geholt, also G6 Plus. Es gibt wieder Unterschiede zwischen dem G6 und dem G6 Plus. Ich selber kenne mich da leider auch noch nicht aus so richtig so, weil es gibt ja auf dem Markt auch wieder 10.000 verschiedene Gimbals und ich habe mich ein bisschen informiert. Das G6, was ich mir eigentlich davor holen wollte, was ich aber dann zum Glück nicht getan habe, weil das G6 ist eigentlich nur für, ja, nur für GoPros, für Actioncams geeignet. Und dann dachte ich mir so, ja, für eine GoPro brauche ich kein Gimbal, weil die habe ich ja meistens irgendwo am Helm oder ja, am Brustgurt oder sowas. Dafür brauche ich eigentlich kein Gimbal, sondern einfach für die Kamera, weil mit der Kamera erstens der Videomodus top ist auf das G6, auf das normale G6 Gimbal wäre das vom Gewicht nicht gegangen, weil die Gimbals werden nach Gewicht gerechnet. Das heißt, es gibt ja, sagen wir mal, vom G6 gibt es zwei Varianten, das normale und dieses Plus, kann man hier auch nochmal lesen. Plus ist einfach dafür da, dass man für schwerere Kameras das Gimbal benutzen kann. Das heißt, zum Beispiel beim G6 Plus kann man bis 800 Gramm Kameras, Kompaktkameras, DSLR-Kameras und so weiter montieren ohne Probleme. Aber alles, was über 800 Gramm drüber geht, schafft der Motor nicht mehr. Das heißt, diese Achsen schaffen es nicht mehr zu stabilisieren. Und da meine Kamera, glaube ich, irgendwas mit 600 Gramm oder 580 Gramm, ist es genau das Richtige, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe spontan wieder auf eBay geschaut, so nach einer Drohne und sowas. Das ist auch das nächste, was ich mir holen werde. Aber ich habe halt spontan geschaut und dann habe ich gesehen, einer verkauft ein Gimbal für einen guten Preis, habe den angeschrieben und habe halt erst im Nachhinein gemerkt, dass es nur das G6 ist. Das heißt, ich musste wieder vom Kauf nicht zurücktreten, aber ich habe es dann doch nicht geholt. Weil, wie gesagt, für GoPros oder für eine Actioncam wollte ich einfach kein Gimbal kaufen, weil das für mich eine Verschwendung ist. Dann habe ich weitergeschaut und habe einen gesehen, G6 Plus. Und genau dieses G6 Plus wollte ich mir ja dann holen. Und dann hat der auch noch einen super Preis gehabt und hatte auch noch spontan Zeit. Das heißt, zwei Tage später, naja, spontan ist ja nicht, aber zwei Tage später, ja, habe ich gesagt, hey, ich komme vorbei, ich hole das ab. Hat er mir einen super Preis gegeben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal da rein. Ich zeige euch mal so, was sich so in der Box befindet. Also er hat auch zu mir gesagt, er hat das nur einmal hergenommen oder zweimal. Ich habe mir das selber auch nochmal angeschaut, ob das in Ordnung ist, so, ob das irgendwelche Kratzer hat oder so. Aber es war alles in top oder einwandfreien Zustand. Und das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr so original verpackt, sondern es sind halt schon die Sachen entwendet worden, hergenommen worden. Das heißt, ich zeige euch trotzdem mal, wie das jetzt so aussieht. Und danach werde ich noch versuchen, beziehungsweise danach werde ich noch kleine Testaufnahmen hier in das Video packen. Das heißt, ich werde vielleicht noch rausgehen oder unten mein Studio. Das wird natürlich auch richtig geil, wenn ich irgendwie so als Intro immer mein Studio oder so filmen will oder den Controller, wenn ich irgendwas erklären will, finde ich solche Videos, die viel, viel schöner aufgebaut werden, einfach viel interessanter. Und deswegen habe ich mir das Gimbal geholt. Oder zum Beispiel, wenn ein Kumpel zu mir kommt oder ich brauche einen, der mir unterstützen soll oder helfen soll bei Videos drehen, dann kann der mit dem Gimbal arbeiten. Das heißt, er nimmt das Gimbal und filmt mich dabei oder filmt halt das, auf was ich Bock habe gerade oder auf das Projekt. Und genau, das war einfach der Grund, warum ich mir das geholt habe. Und der Preis war top und der Typ war korrekt, von dem ich das gekauft habe. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt mal rein, was sich da drin befindet und dann gibt es noch ein paar Testaufnahmen. So, also ich habe das Ganze jetzt mal umgedreht. Ich versuche das alles mal mit einer Hand hier irgendwie aufzumachen. So, also Verpackung ist leer. Genau so sieht es ja aus, das Gimbal. Und hier seht ihr die Verpackung. Ist eigentlich cool gemacht. Das ist, ich glaube, Pappe oder sowas. Hat auf jeden Fall ein schönes Design. Genau, also so eine extra Tasche ist dabei. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt auch mal auf. Und so sieht das Innere aus. Es sieht halt echt richtig krass aus.
Das zeige ich euch leider nicht, weil das ein Werbegeschenk war von dem Kollegen, bei dem ich das gekauft habe. Wie gesagt, das haben wir schon mal ausgepackt gehabt. Er hat mir das ein bisschen gezeigt, wie das so funktioniert. Und Rechnung sogar hat er mir oben mit reingelegt, also richtig cool. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem hier an. Genau, also hier befindet sich eigentlich nur eine, ja, hier kann man sehen, extra für GoPro, diese Adapter, diese Schrauben zum Festmachen. Und, wenn das rauskommt, Micro-USB-Ladekabel, das heißt, man lädt dieses Gimbal mit einem Micro-USB an der Seite. Hier habt ihr die schöne Batterie. Genau 5000 mAh groß, hier sieht man es nochmal, 3,6 Volt. Made in China, CE-Zeichen, ganz wichtig immer. Und ich würde sagen, wir packen das Gimbal mal aus. Das ist auch nochmal schön geschützt hier. Oder beziehungsweise befestigt hier mit so Klettverschluss. Es sieht halt so nobel aus, es sieht so geil aus. So sieht das gute Stück aus. Hier oben diese Platte, wo ich dann meine Kamera drauf befestige. Verschiedene Modis. Er hat mir ein bisschen was zeigen können, aber es hat so viele Funktionen. Wie zum Beispiel, ja, man kann das Gimbal selber mit der App steuern, beziehungsweise dazu noch die Kamera mit dem Gimbal verbinden. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann hat man irgendwelche Funktionen wie, was war das, Timelapse zusätzlich, und die ist anscheinend richtig geil. Da gibt es, glaube ich, ein Video auf YouTube, wo ich gesehen habe, wie einer eine Timelapse gemacht hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr positioniert zum Beispiel oder ihr aktiviert jetzt hier auf dem Gimbal die Timelapse-Funktion oder geht es in die Timelapse-Funktion, sagt rechts oben, da soll euer Ziel sein, richtet die Kamera aus, sagt ja, rechts oben der Berg, und dann drückt ihr nochmal einen Knopf. Dann dreht sie die Kamera per Hand einfach nochmal runter und sagt, ab hier soll starten. Das heißt, es soll so einen Schwenk ergeben mit mehreren Fotos, wo dann die Timelapse erstellt wird. Und das heißt, man hat nicht nur ein gerades Bild, also eine gerade Timelapse, sondern auch noch so eine bewegende. Und das ist alles mit dem Gimbal möglich. Das Einzige, was nicht dabei ist, kostet aber nur 11 Euro, habe ich gesehen, vom Hersteller, ist so ein Standfuß, weil hier unten hat man einen Anschluss beziehungsweise für ein Stativ oder sowas, wo man das draufstellen kann, weil sonst wird es schwierig, damit eine Timelapse zu machen. Ich glaube, man kann es auch so einfach auf den Tisch stellen, aber ich werde mir noch so ein Dreibein-Stativ holen für das. Und ich würde sagen, ich schließe jetzt mal diese Kamera an. Das wird jetzt ein bisschen wahrscheinlich dauern, weil ich muss das alles ausrichten. Ich werde dazu auch noch ein Video machen, wie das ist mit dem ganzen Ausrichten, weil das gar nicht so einfach ist. Wie gesagt, das sind drei Achsen, alle drei Achsen kann man verstellen, einstellen und umstellen und was weiß ich alles. Ich packe die jetzt mal drauf und dann zeige ich euch mal ein paar Aufnahmen. Und genau, wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, wenn euch sowas interessiert, dass ich mehr solche Videos machen soll, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, kommentiert wieder die Videos fleißig, so wie immer. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, Leute, und Peace!